Hallo NS-Freundinnen und NS-Freunde, ich zocke alle NS-Games von A bis Z. Und gerade bin ich bei G wie Gradius, vielleicht auch manchen bekannt als Nemesis. Ich habe das Spiel damals nur am Gameboy gezockt und habe es ziemlich abgefeiert. Mal schauen, die NS-Version, also das NES-Game selbst, habe ich noch nie gespielt und ich bin genauso gespannt wie ihr. Wobei ich merke gerade, nein, das stimmt nicht. Ich habe es schon mal gespielt. Ich nehme mich auf Nintendo Online. Fällt mir gerade auf. Da unten ist eine Anzeige, die sich auffüllt, wenn ich so Zeug einsammle. Und mit dem kann ich den ein bisschen Schuss verbessern, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Oder meine Geschwindigkeit erhöhen. Raketen brauche ich jetzt auch noch, sehr gut. Raketen nach unten, jetzt habe ich nach oben, nach unten, in alle Richtungen einmal einen Schuss. Das ist gut. So gefällt mir das. Da komme ich nicht mehr hin. Aber es ist knochenhart, knochenhart. Vor allem sobald man stirbt, verliert man immer alles an Extras. Was das Ganze nicht einfacher macht natürlich. Come on. Uah. Oh, mein Mist ist da unten. Hier. Uah. Es ist schon einiges los hier im Bildschirm. Ja, ich fand, wie gesagt, ich habe es eigentlich zu der Zeit, wo es erschienen ist, nur am Gameboy gespielt gehabt. Keine Ahnung, warum ich gerade zu diesem Spiel am Gameboy gekommen bin, das Kind. Keine Ahnung, aber ich habe es auf jeden Fall ordentlich abgefeiert. Und da gab es einen Trick. Man muss, ich glaube, links oben musste man stehen, um zu überleben. Mit Bombe, oder? War das so? Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. Ja, habe ich richtig in Erinnerung. Weil wenn man diesen Trick nicht weiß, ist es fast unmöglich, hier durchzukommen. So, und jetzt kommt Endboss Nummer 1. Bin gespannt, ob ich den schaffe. Vom Controller abgerutscht mit den Daumen. Eieieiei, das war bitter. Wieso denn? Das war echt schade. Tatsächlich. Drecks Xbox Controller. Ich spiele mit dem Xbox 360 Controller. Und der ist nicht ganz optimal. Aber ist praktisch, weil es mit Kabeln braucht nicht aufladen. Ich hätte einen viel besseren Retro Controller, aber der ist jetzt gerade nicht aufgeladen. Ich glaube, ich muss das von vorne anfangen. Ich bin Jürgen Mober. Gut, hat sich das sowieso übrigens. Aber Level 1 schaffe ich nochmal. Sollte ich nochmal schaffen. Gleich nochmal. Gehen da gleich am Anfang da. Das darf hier niemanden weg. Keins auslassen. Weil sonst kriegt man kein extra. Sehr gut, Doppelschuss. Das bringt einen weiter. Als nächstes hätte ich gern eine Missile. Sehr gut. Und als nächstes einen Doppelschuss. Oder ein bisschen Speed. Nehmen wir mal Speed. Ich bin ein bisschen zu langsam. Sonst einfach ein bisschen mehr Flexibilität da. Mit mehr Geschwindigkeit. Uah. Da geht schon ordentlich was ab am Bildschirm. Aber es läuft super flüssig, die Steuerung ist tadellos. Tolles Spiel. Oh, da habe ich mich dann doch nicht getraut, ihn dann noch einzuholen. Double, sehr gut. So, da. Ja, so gefällt mir das. Aber sobald man ein einziges Mal getroffen wird, ist man hin. Außer man kauft sich ein Schutzschild. Wow, wo war der Schuss jetzt? Verdammt, habe ich übersehen. Ah, wie bitter ist das denn? Und wieder alles verloren. Alles verloren. Ich hätte gerne einmal Speed mehr zum Ausweichen. Normales Speed ist schon ziemlich
bitte. Einmal spielen, ja, danke. Soundtrack passt auch, also Sachen zum Einsammeln gibt's, Power-Ups gibt's, Punkte gibt's, was will man mehr? Ey? So, dann schauen wir mal, ob ich hier wieder die richtige Position erwischt habe. Schaut ganz gut aus, könnte sich ausgehen. Ah ja, ja. Ich smashe den Button durch, was geht. Nein, der Letzte hat mich getroffen. Verdammt, manchmal geht's nicht. Vor allem, wenn man nur einmal Bombe hat. Ah ja, 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 ja. Ein bisschen. Oh, das war knapp, das war knapp. Super knapp hier. Ja. Ja, ich kriege da kein Double mehr. Ah, Mist, das geht's nicht aus. Mal schauen. Bitte, 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 diesmal muss es wieder funktionieren. Ja, geschafft. Und jetzt kommt der Endboss und diesmal passe ich auf. Aber ich habe wenig Speed. Ohne einmal extra Speed ist der möglich, aber nicht leicht zu schaffen. Wow! Ja, einmal getroffen, sehr gut. Wow. Okay, komm. Ah, Dreck! Verstehe nicht. Irgendwie bin ich besonders schlecht gerade. Aber seht ihr wenigstens, dass es ein schweres Game ist. Ich mach das nochmal von Anfang an. Ich möchte jetzt noch einmal von Anfang an das Spiel, das Level machen. Ein Soft Reset noch. Sind noch, ich spiele erst 10 Minuten. Ist ja nix für so ein Spiel. Aber das allerdings ohne Continuous durchzuspielen ist super hart. Haben wir diesen Doppelschuss hier genommen. Nein, Laser will ich nicht, Laser finde ich ziemlich kacke. Geh weg. Ah, jetzt nein, wieso? Na, nein, 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 sofort reset hier. Gut, einmal probier ich es noch, volle Konzentration, volle Konzentration. Gleich den hier am Anfang nehmen, gleich den hier am Anfang nehmen. Das hier nehmen. Ah, nicht ganz geschafft. Ein Schuss hier. Nichts als die Kanone nach unten, also den. Ah, das war Speed, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Sehr gut. Ich darf nicht zu gierig nach den Items sein, weil sonst macht man Fehler. Komm, eins noch. So bitter. Ich versuche nochmal von hier an. Es ist echt schwer, sich zu konzentrieren und zu sprechen dabei noch gleichzeitig. Ich merke gerade, ich spreche überhaupt nicht. Es ist so hart von der Konzentration her, finde ich. Ah.
Aber es macht sau Spaß. Es macht wirklich sau Spaß. Ich kann euch nur empfehlen, Leute. Wenn ihr das nicht kennt, das Game, zockt es einmal. Das ist. Wow, ich war nicht ganz so weit oben, glaube ich. Ein Leben hätte ich noch. Soll ich das noch verballern, das ein Leben? 10 Minuten. Ein Leben habe ich noch raus. Der Soundtrack ist ja wirklich einfach hammermäßig. Ich hätte gerne noch ein Double, aber es wird sich nicht ausgehen zum Einsammeln. Ja, mach mich da fertig. Ja. Ziemlich weit oben muss man stehen. Ja, es ist zu weit oben. Ja, das ist die richtige Höhe, glaube ich. Schauen wir mal, ich smashe den Button durch, was geht. Ja, geschafft. Okay. Endboss, ich komme. Mach dich auch noch platti. Mache ich mir jetzt auf Nummer sicher. Ja. War mir nicht sicher, ob ich den noch schaffe. Und da klappt man nicht, das fällt nämlich genauso an wie das erste Level. Und man denkt sich, wieso fliege ich in den Dreck rein? Ja, genau das denkt man sich. Eigentlich mache ich den Laser nicht, aber ich nehme den jetzt mal. Naja, ist vielleicht doch nicht so schlecht, dieser Laser. Eigentlich wollte ich jetzt die Missiles nehmen. Okay, oder so. Für dieses Level eigentlich nicht ganz so praktisch, dieser Schuss. Aber, ich brauche deutlich mehr Speedy. Ich brauche sowas von deutlich mehr Speedy. Game over. Das war Gradius, beziehungsweise auch bekannt unter Nemesis. Ein super Spiel. In Japan über 1 Million mal verkauft, steht am Cover. Also, tja, das Cover schaut ja auch schon super aus, keine Frage. Von Konami, eine Arcade-Umsetzung. Genial. Leute, spielt das unbedingt. Falls das irgendjemand nicht kennt und dieses Video sieht, Leute, spielt das unbedingt. Gut, damit sind wir schon wieder beim Ende. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Kommentare zu Gradius. Da unten könnt ihr abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Video in eurer YouTube-Postfach und da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Daumen hoch natürlich nicht vergessen. Ciao, Leute.